Auf der weltgrößten Tourismusmesse, der ITB in Berlin, wurden die wichtigsten Reisetrends für 2016 vorgestellt. In Zukunft könnten Reisende immer öfter von Robotern bedient werden. Viele Hotels testen bereits den Einsatz im Urlaubsalltag. Der erste humanoide Roboter ist jüngster Mitarbeiter im Gent Marriott Hotel in Belgien. Auf der ITB gab er praktische Orientierungshilfe zu den Ausstellern in 26 Messehallen. Wer sein Reiseland bereits vorab unter die Lupe nehmen will, kann inzwischen Virtual Reality Brillen nutzen. Eine Technologie, die die gesamte Tourismuskommunikation revolutionieren wird, sind sich Experten einig. Ja, ich denke, generell müssen wir davon ausgehen, dass Tourismuskommunikation multisensueller wird. Das heißt, alle Sinne bedienen. Und das sind natürlich Brillen, die unser Spektrum im wahrsten Sinn des Wortes erweitern, sind sicherlich ein Tool, das die Sinne verstärkt. Ja? In Berlin präsentierten sich 10.000 Aussteller aus 185 Ländern. Was wird den Tourismus der Zukunft prägen? Gut, ich glaube, es gibt zwei Ebenen. Das eine ist, die Oberfläche. Was gibt es an der Oberfläche? Das sind so Trends, wie jetzt auch die Österreich-Werbung bedient mit dem Nature Reloaded. Das sieht man auch am Nachbarstaat Slowenien genauso. Also das Thema, wie kommen wir back to basics, hin zur Natur? Das ist ein ganz wichtiges Thema angesichts der Reizüberflutung des Menschen, des zunehmenden Stresses. Es gibt aber auch unterschwellige Themen. Und das ist ja nicht zufällig, dass wir jetzt angesichts der Flüchtlingsdiskussion auch das Phänomen haben, dass Länder wie die Türkei, Griechenland, die geostrategisch blöderweise an einem schlechten geografischen Standpunkt liegen, massiv einbrechen. Also das Thema Angst und Sicherheit, ja, ist eigentlich immer sehr heikel zu kommunizierende Themen im Tourismus sind, die aber im Untergrund immer unterschwellig da sind. Gespannt erwartet wurden wieder die Ergebnisse des World Travel Monitor. Ergebnis: Der Tourismus boomt mit einer Steigerung von 4,6% bei den weltweiten Reisen. Europäer lassen sich trotz Terrorängsten nicht von Auslandsreisen abhalten. Das Tourismusinstitut IPK International erwartet einen moderat positiven Trend in diesem Jahr, aber auch deutliche Verschiebungen in Europa aufgrund sensibilisierter Risikowahrnehmung der Kunden. Wir haben das ja in unseren weltweiten Umfragen gesehen. Ich spreche über den ganzen Weltmarkt. Und wir haben gesehen, dass 25% der Touristen zwar reisen wollen, aber sie werden sich sichere Reiseziele aussuchen. Also sie werden ins Ausland reisen und werden aber schauen, welche Länder sind nach deren Meinung, nach ihren Empfinden, sind sicher und welche sind unsicher. Und da wird dieses Jahr kräftig aussortiert. Länder wie Österreich, Schweiz und Südtirol könnten aufgrund aktueller Sicherheitsdebatten profitieren. Für die Alpenländer ist kein Sicherheitsrisiko, das sieht der Markt nicht und deswegen werden da mehr kommen. Ihr werdet auch sicher aus Märkten wie Österreich oder Deutschland mehr Inlandsreisende bekommen. Also sagen wir Deutsche, die Österreich praktisch als vertrauten Nachbar sehen und anstatt dass sie weit wegfahren, wo sie meinen, dass gefährlich werden könnte. Geschlossen und stark präsentierten sich die Alpen auf der ITB. Die Initiative Alpnet vereint 8 führende Tourismusorganisationen des Alpenraums. Gemeinsam will man die Wettbewerbsposition weiter steigern. Für uns ist ganz wichtig, dass wir die Kräfte bündeln. Ich glaube, es zeigt sich im Alpinentourismus wie auch sonst im Tourismus, wenn es gelingt, die Kräfte zu bündeln. Ein Thema eben den Alpenraum als Mythos, als Erlebnis, als Emotion über die Grenzen hinaus eigentlich publik zu machen, Erfahrungen auszutauschen, gemeinsame Studien zu machen, gemeinsame Angebote weiterzuentwickeln. Ich glaube, das bringt uns wirklich einen Schritt weiter. Der Alpenraum wird sicher von den momentanen Entwicklungen und Bedürfnissen profitieren. Die Frage ist, wie kann man daraus auch Geschäft machen? Denn so ist es nicht, dass jemand, der einen Mittelmeer- oder Nahosturlaub gebucht hat, jetzt sagt, jetzt fahrt er gleich sofort in die Alpen stattdessen, sondern es braucht natürlich dann auch Überzeugungsarbeit und wieder tolle Qualität im Angebot und gute Marketingarbeit, um diese Chancen zu nutzen. Bereits zum 6. Mal wird der internationale Branchentreff The Alps organisiert. Vom 19. bis 21. Oktober in Tirol, in Innsbruck und Sölden. Die Zukunft des Wintersports steht heuer im Mittelpunkt. Eine gemeinsam mit Future Mountain initiierte Winterstudie soll neue Gästebedürfnisse und Marktchancen erheben. Wir müssen einfach vorausschauen. Wir müssen wissen, wohin geht die Reise, wohin geht die Nachfrage, was will der Gast von morgen. Und da müssen wir einfach gut vorbereitet sein, damit wir eben diese Nachfrage auch entsprechend gut beantworten können. Wir brauchen zu verstehen, wo sind die neuen Märkte, welche sind die Bedürfnisse von diesen neuen Märkten und was sollen die Resort machen, um diese neue Märkte mit diesen neuen Märkten zu arbeiten. Ja? Die Chancen sind eigentlich sehr, sehr intakt, auch in Zukunft einen guten Alpentourismus zu betreiben. Unser Standort ist ein ausgezeichneter und
mitten in Europa haben wir sicherlich einmal vor der Haustür schon viel zu tun, um auch zukunftsfähige Geschäfte zu betreiben. Mit ihrem vereinten Auftritt sorgten die Alpen für ein starkes Signal in Berlin. Wer schlussendlich tatsächlich neue Gäste erobern konnte, wird sich im nächsten Jahr zeigen, wenn Experten wieder die neuesten Reisetrends 2017 auf der ITB analysieren.